Ja, hallo YouTube-Gemeinschaft. Hier gibt es eigentlich nicht mehr viel zu dokumentieren. Eigentlich gar nichts mehr. Das Einzige, was man jetzt noch sieht, naja, sieht es ja. Ein Geröllhaufen und ein wüster Bagger obendrauf. Naja, sehr viel zu dokumentieren gibt es hier eigentlich nicht mehr. Das war's nun mit der alten Villa. Das Einzige, was noch gemacht werden muss, ist eben der Keller rausgerissen, haben sie gesagt. Der ist noch vorhanden. Der wird wahrscheinlich morgen rausgerissen. Und das war's dann nun mit der Villa. Wie schnell das geht. Habe jetzt die Mühe gemacht, extra nach Feierabend nochmal hierher zu fahren. Und da sieht man schon, ist schon alles zu spät. Naja. Okay. Nun hat man freie Sicht zu einer Tankstelle gerade gegenüber. Ja, hat man früher auch gar nicht gesehen, dass da hinten dran eine Tankstelle war. Naja. So wie es geheißen hat, haben dort jetzt auch so Mietskasernen hin. So eine 21 Familien Mietskaserne soll dort entstehen, hat es geheißen. Weiß aber nicht, ob es stimmt. Wir werden sehen. Wir müssen einfach mal abwarten. Naja, das ist jetzt der Blick hier von der Straße aus. Gerade freier Blick rüber zu der anderen Mietskaserne. Und so wie die Mietskaserne im Hintergrund ausschaut, so eine wird hier errichtet. Höchstwahrscheinlich genau das gleiche Modell. Nicht viel besser, nicht viel schlechter. Das ist jetzt die Perspektive, wo wir gestern auch schon mal gewesen sind. Man kann nur noch erahnen, was hier stand. Tja, habe eigentlich gar nicht gedacht, dass ich da doch noch einen Teil 3 draus mache. Aber ein kurzes Teil 3 hat es halt doch noch gegeben von der alten Villa. Ja, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Und abonniert mich einfach, wenn ihr weiterhin Interesse habt an Videos der Art. Dann schreibt es mir doch einfach. Oder wenn ihr euch irgendwas anderes wünscht, könnt ihr mir auch gern schreiben. Bis dann immer wieder. Bis die Tage. Ciao, ciao.